Eigentlich sollte diese Folge schon gestern oder vorgestern kommen. Leider hat es zeitlich nicht ganz geklappt und diesmal ist tatsächlich nicht WoW alleine schuld, sondern tatsächlich Real-Life-Commitments von mir, die ich wahrnehmen musste. Aber dann gibt es die Folge eben am Dienstag und dann die nächste wie gewohnt am Donnerstag. Letztes Mal bin ich down gegangen und das heißt, ich muss erstmal meine Souls wiederholen und meine Humanity. Diesmal gehe ich aber da komplett mit aufgeladener Pyromancy hin. Hab alles, was ich brauche. Und dann wollen wir mal schauen. Ziel für heute ist auf jeden Fall weiter die Erkundung hier von diesem Castle. Oder von dieser gemalten Welt. Und mal gespannt, was ich hier noch alles so finde. So, da vorne ist erstmal das, was ich haben will. Bitte zieh mich nicht an. Kommst du hier rein? Das ging doch schon mal sehr gut. So, war hier nicht aber noch einer eigentlich, der dann irgendwie ankam? Kam der nicht eigentlich noch hinter mir? Ich meine, beim letzten Mal schon. Das war ein Problem. Wow. Okay. Kommt der hier irgendwie runter vielleicht? Dass ich hier aufschlage oder so? Da oben gefällt er mir gar nicht. Außer er bleibt da. Dann wiederum wäre das okay. Okay, wir spekulieren mal darauf, dass er da bleibt. Und ich muss mich jetzt hier noch irgendwie mit diesen Kameraden beschäftigen. Da hatten wir auch noch letztes Mal das Problem. Wieder diese fiesen Krähen, die hier überall hocken. Diese Feuerspucker nicht wehren, das wäre einfach alles viel einfacher. Den habe ich. Was mache ich jetzt mit dir? Kurzer Ruckler. Ich hoffe, dass alles noch da ist. Meine Aufnahme läuft jedenfalls noch scheinbar. Kommst du irgendwie hier hoch oder so? Wenn ich da runtergehe und die beiden Krähenmenschen und der Typ da sind, das wäre halt echt für'n Arsch. Ja, oder ich muss irgendwen hochlocken. Ich versuche mal was zu triggern, mal gucken, was passiert. So, jetzt sollte er schon mal wegkommen. Eigentlich ist auf meiner Festplatte noch Platz. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Nur eine Krähe irgendwie. Die auch noch zu blöd ist, hier durchzukommen. Okay. Warum auch nicht? Ich meine, ich wäre jetzt für eine Krähe, wär gar nicht so blöd. Wenn nur eine kommt, dann könnte ich danach den Typen alleine machen. Aber die muss halt auch herkommen.
Oh, shit. Okay, ich muss mal kurz noch an dir vorbei. So, jetzt können wir spielen. Das ist nur kein Feuer, das finde ich super. So. Ja, hier haben wir wieder die ikonische Schmiedefigur, die hier etwas im Arm hält. Er sieht ja immer noch, wie gesagt, so ein bisschen aus wie Andrea auf Astora. Wir haben hier auch tatsächlich eine weitere Glut gefunden für ihn. Und zwar die dunkle Glut. Da die Kirche die verbotene dunkle Glut lange geheim hielt, weiß kein Schmied um ihre Existenz. Wandelt eine göttliche Waffe plus 5 zu einer okkulten Waffe um. Die okkulte Waffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Okkulte Waffen eignen sich für die Götterjagd und sind effektiv gegen ihre Anhänger und Verwandten. Macht Sinn, dass wir das hier finden tatsächlich, weil in dieser Welt ja alles reinpasst oder alles reingedrückt wird, was die Götter mehr oder weniger fürchten oder was sie ihnen gefährlich werden kann. Und da macht die dunkle Glut durchaus Sinn, wenn die eben zur Götterjagd geeignet ist. Dass wir die dann hier vorfinden. So, jetzt bleibt noch der Weg nach hier oben. Weiß noch nicht so ganz, wie wir das hier mit dem Kameraden machen. Vor allem weiß ich, dass gleich hinter mir noch was landen wird. Glaube ich zumindest. Nicht? Dachte eigentlich. Ja. Das Wunderschweigegelübde haben wir noch bekommen. Gehen wir mal hier runter. Ja, da kommen sie nämlich schon. Und ich kann nicht beide killen. Habe ich nicht mehr genug Pyromancers dabei, leider. Au. Ausreißen. Shit. Sind wow, relativ low. Ich aber leider auch. Und hier ist es mal minimal gar nicht eng. Gegen die zu kämpfen. Okay, einen habe ich down. Für den zweiten würde ich sogar auch noch kriegen. Wo ist der hin? Ist der draußen wieder? Ja. Okay, ich merke gerade, ich kann die ganz gut staggern, wenn ich diese eine Attacke, also meinen R2-Angriff mache, quasi diese Stoßattacke. Das staggert die ganz angenehm. So. Sind wir nochmal auf einem höheren Punkt der Burg gelandet. Und uns immer das Wunder, was ich gelernt habe. Das Schweigegelübde, da haben wir es schon. Wunder der schwarzhaarigen Hexe Velka. Verhindert im Wirkungsbereich das Zaubern. Velka, die Sündengöttin, ist eine abtrünnige Gottheit, doch in alten wie neuen Künsten geschult. Es heißt, sie habe selbst unter den Göttern enormen Einfluss. Eine abtrünnige Gottheit. Also sie folgt nicht dem Weg, den Gwyn geschaffen hat, als Göttervater in dem Sinne. Sondern sie hat quasi ihre eigene Geschichte und ich hoffe sehr, dass wir über die mehr im DLC erfahren. Da drüben sind wir mal lang gelaufen. Da unten kommen wir immer rein hier in diese schöne Burg. Da hinten ist der Brunnen mit den Arschlöchern unten.
Und den Turm, wo scheinbar ein Vogel in der Luft steht, werden wir noch erkunden müssen. Hier kann man tief fallen. Ich glaube, hier ist auch tatsächlich nichts drin. Ich glaube, da stirbt man einfach nur. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich meine, da war nichts, ne. Zumindest auch kein Item oder so. Können wir hier noch irgendwas sehen? Ne, nur den Turm, wo scheinbar alles hinführt. Also neben dem hier. So. Einmal das komplette Velka-Set bekommen jetzt. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. So, von den Dienen der Sündengöttin Velka in dienenden Predigern getragene Maske. Die Prediger lauschen den Beichten der Sünder und mahnen zur Besinnung um des Seelenheils willen. Ihre Masken symbolisieren die Abwendung von allen weltlichen Gelüsten. Mahnen zur Besinnung um des Seelenheils willen. Also eine abtrünnige Göttin der Sünde mahnt zur Besinnung, also zur Ruhe, um dass die Leute quasi ihr Seelenheil haben. Schwarze Klerikerrobe. Es heißt, den ausnahmslos schwarzen Gewändern der Prediger wohne Velkas mystische Macht inne, wodurch sie gegen Zauber aller Art resistent seien. Also sehr hohen Zauberwiderstand. Oder Magiewiderstand eben. Und die restliche Beschreibung ist gleich. Das ist tatsächlich fast alles, was wir in Infos über Velka bekommen, aber es ist allein durch die paar Info-Happen, die wir jetzt hier so zusammenbekommen haben, für mich ein extrem spannender Charakter, über den ich echt gerne mehr wissen würde. So, da sehen wir den Gebeinedrachen. Ich überlege gerade, auf welchem Weg ich jetzt hier am besten weiterkomme. Da unten war ich ja schon. Das heißt, ich kann eigentlich tatsächlich jetzt mal den Turm erkunden. Da heißt es dann auch wieder etwas vorsichtig sein. Weil hier diese netten Herrschaften unterwegs sind. Da kommt sie schon. Au, au, au. Aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Oh, meine Waffe ist in Gefahr. Das ist mal gar nicht gut. Shit. Ich habe tatsächlich meine Waffe auch ungefähr Ewigkeiten nicht repariert, muss ich gestehen. Hatte ich das Item gekauft damals? Ich hoffe ja. Auf jeden Fall mal gerade nachholen. Ich war lange echt Ewigkeit nicht bei André. Ja gut, es hat nur 48 von 160 Punkten. Also das Spiel sagt einem zum Glück rechtzeitig Bescheid. Aber trotzdem operiere ich gerade mal meinen ganzen Scheiß. Auch hier die Rüstung. Na ja, gut, die hat eigentlich noch jede Menge.
aber lieber mal vorsorgen. Allein durch diese drei Hanseln hier mache ich einfach immer Gewinn an Seelen. Das sind jedes Mal 900 Souls. Wenn ich die ganzen Kasper jedes Mal mitmachen würde, wären es natürlich noch mehr. Ich muss natürlich jetzt nicht mehr außen rum gehen. Ich habe hier diesen Weg offen. Das heißt, ich kann jetzt hier rein. Und dann von hier nach oben. Aber ich werde, denke ich, gleich hinter mir einige Viecher landen hören. Dass ich mal an meine Souls rankomme. Müssten ja hier vorne gleich schon irgendwo sein. Da oben sind sie. Au. Wow. Da noch einer. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Doch, hat getroffen. Bin mir nicht sicher. Die sind irgendwie ein bisschen unangenehm. Also da hätte ich mir tatsächlich echt eine andere Waffe mitnehmen sollen. Die gegen die effektiver ist. Ah ja, was machst du da? Ein bisschen Dauerlauf. Oh shit. Tschüss. Na, du kannst fliegen, von daher kein Problem. Findest du wieder hoch, ist die Frage? Nicht wirklich. So, hier außen liegt, glaube ich, nichts auf dem Ring. Könnte ich halt einmal rumlaufen, außen komplett. Aber ich meine, hier ist tatsächlich nichts. Da kommt natürlich jetzt noch einer. Ich kämpfe ungern hier auf diesem Ring gegen die, also auf diesem einen zumindest nicht. Das ist einfach die einfachste Methode, denen umzugehen. Ich sollte echt mir noch mehr Zauberslots besorgen. Sind hier noch mehr oben jetzt? Mindestens noch einer, glaube ich. Oder? Ne, war es das? Da hockt noch einer. Jetzt sind wir auf jeden Fall am Höhepunkt des Levels angelangt. Und finden das rote Specksteinsymbol. Hinterlässt ein Invasionssymbol. Lass dich als Finstergeist in eine andere Welt rufen. Besiege den Rufer und erhalte Menschlichkeit. Einige Geister der Finsternis widersetzen sich dem Abstieg in die Finsternis. An sie richtet sich der rote Symbolspeckstein. Das ist quasi für ehrenhafte Duelle, wenn man so will. Das ist gedacht. Und damit kann man sich eben in andere Welten rufen lassen. Und dann da als wird man eben nicht wie sonst als weißes Phantom oder als goldenes Phantom beschworen, sondern eben als rotes und kann eben ein Duell ausfechten. Und sonst sind die Roten ja eben ja, der Finsternis verfallen. Und die macht das aber bewusst und es sind meistens auch ehrwürdige Duelle. Deswegen verfallen die nicht der Finsternis. So, nochmal ein Blick auf den Drachen und den Turm, das ich einfach extrem cool finde, wie das aussieht von hier. Aber jetzt natürlich total verpixelt ist, weil die Engine nicht für diese Fernsicht gebaut ist. Und hier die Burgruinen unter uns. Und hier die Krähenmenschen, die wahrscheinlich was mit Velka zu tun haben. So. Das
Es liegt hier unter mir noch ein Item, was ich gerne hätte. Und der Vogelmensch kommt. Eine Ritterseele. Wahrscheinlich hier runtergefallen von oben. Liegt auf der Ebene noch etwas? Nee. Ich denke, das war es hier. Tatsächlich. Dann habe ich jetzt nur noch zwei Wege. Der eine ist logischerweise hier oben lang. Und der andere ist eben hier unten lang. So, sag mal, nur hier umgucken, ob ich hier noch was übersehen habe oder ob ich hier alles gemacht habe. Ich glaube, ich habe hier tatsächlich alles gemacht. Falle. Ja, ist korrekt. Das ist hier so eine ziemlich miese Falle. Na komm. Nee, wird nicht getriggert. Man sieht ihn schon da rechts. Ja, da ist er doch. Das ist gar nicht mal so nett mit dem Bogenschützen dann. Andere. Man hat es schon gerade gehört hinter mir. Ja. Da kommen sie alle. Die machen ganz schön Schaden, wenn es viele sind. Und ach ja, den Wächter hatte ich vergessen. Der ist natürlich auch noch da. Ich weiß nicht, ob dieses Schild tatsächlich irgendwas zu bedeuten hat. Es müsste auch ein Baldar-Ritter sein. Einer von Baldar oder von Faronir, oder wie hieß das Reich? Wahrscheinlich eher letzteres dann. Wo wir auch den anderen Eisenritter schon gefunden hatten. Also mit der Eisenrüstung. Oh mein Gott. War das eine dämliche Aktion? So, das Problem ist, dass hier der Bereich, wo man hier gegen den kämpfen kann, extrem klein ist. Man den, glaube ich, weiß gar nicht, ob man den parieren kann. Auf jeden Fall kann man ihn nicht backstabben. Wie man sieht, nimmt er nicht sonderlich viel Schaden. Und das alles macht den zu einem sehr unangenehmen Gegner. Und ich glaube, der respawnt auch. Meine ich. Ja doch, aber der hat diesen Schild, oder diese Rüstung im Allgemeinen, die wir schon mal gesehen haben. Aber dank Verbrennung geht einfach alles. Und er hat eine große Scherbe dabei. Ist auch cool. So. Achtung vor die Lügner. Er hat wahrscheinlich einer dran geschrieben, dass es da unten ein Secret gibt oder so. Hier vorne möchte ich, glaube ich, eigentlich noch gar nicht hin. Versuch's mit Flucht. Tatsächlich gehen wir hier noch nicht lang. Ich weiß, was da ist. Ich kann es auch schon so viel verraten, das ist nämlich der Boss dieser Area. Ich will aber erst tatsächlich noch den anderen Weg oben gehen. Weil da oben halt dieser Drache ist, unter anderem. Und noch ein paar Items, die ich ganz gerne hätte. Und wir auch noch einen ganz guten Blick von da oben bekommen. Das heißt, ich gehe mir eben zurück, gebe unsere Souls aus. Und dann geht's nach da oben. Oh Gott, was ist denn hier für eine Belagerung? Hilfe.
Wir haben heute eigentlich das Castle komplett zu Ende erkundet. Was ich machen wollte. So. Also mit noch 2 Punkten Zauberei würde ich noch einen Slot kriegen. Dann machen wir das doch. Und gucken mal, was wir in den dritten Slot reinpacken. Ich könnte halt die Feuerflut nehmen. Ich hätte mir mal noch mehr... Pyromancers kaufen sollen. Also dass ich manche irgendwie doppelt gehabt hätte, das wäre vielleicht ganz praktisch gewesen. Ich nehme dann tatsächlich den normalen Feuerball mit. Oder die Feuerflut? Wir nehmen die Feuerflut mit. Dann kann ich dir einfach mal zeigen, wie die funktioniert. Ja, gibt es heute noch zum Abschluss eine Demonstration. Sein. Okay, dann denke ich, dass ich auf jeden Fall nochmal resten sollte. Sonst haben wir nämlich beim Bossfight dann nicht das, was wir haben wollten. Und dann sehen wir uns wieder am, ich hoffe, Donnerstag. Man weiß nicht so genau, ich hoffe aber schon. Und dann mit Unter oben Drachen und danach Bossfight. Danke fürs Zuschauen, bis dann.